Hallo ihr Lieben, ich bin Steffi von Steffis Bastelecke. Ich bin jetzt seit fast einem Jahr unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin und bin richtig froh, diesen Weg gegangen zu sein. Ich bin richtig froh, dass ich auf Stampin' Up! Gestoßen bin, denn mir macht es richtig Spaß, mit den hochwertigen Produkten zu basteln. Was mir richtig super gefällt, ist, dass wirklich vom Farbkarton bis zum kleinsten Klebesteinchen alles Ton in Ton ist. Es ist alles super aufeinander abgestimmt und ja, mir macht das Basteln seitdem noch mehr Spaß. Ich habe ja schon immer gebastelt, aber seitdem ich mit den Produkten von Stampin' Up! Bastel, da geht mir das von der Hand und ich habe Ideen und Lust und ja, das macht einfach Spaß. Und das sage ich euch nicht, weil ich bezahlt bin oder so, das bin ich nicht. Also das sind meine Erfahrungen, die ich euch jetzt so weitergebe, sondern ja, man fühlt das einfach. Also ich bin wirklich super gerne, sitze ich an meinem Basteltisch. Ich brauche da zum Beispiel auch nach einem stressigen Alltag. Und da setze ich mich dann hin und ich bin wirklich wie in eine Luftblase. Also ich bin in meiner eigenen Welt, denn ja, das macht einfach richtig Spaß. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel einmal den Mini-Katalog und auch bei dem Jahreshauptkatalog ist das. Das sind nicht für mich irgendwelche Bestellbücher, so du guckst dir das an und bestellst das, sondern das sind für mich auch Ideenbücher. Denn wenn du jetzt hingehst und die Seite jetzt, ich habe jetzt die jetzt einfach mal aufgeschlagen, du hast jetzt hier ein Stempelset, gegebenenfalls auch mit Stanzformen, ist wunderschön, hast du zu Hause liegen und dann hast du ein kreatives Loch. Du weißt nicht, was mache ich jetzt damit? Und dann gehst du hin, schlägst den Katalog auf und guckst dir dann die Ideen damit ab. Also die Bücher sind wirklich wunderbar aufgemacht. Nicht nur, dass man hier sehen kann, welche Farben in dem Designerpapier oder in diesem Set drin sind, damit du weißt eventuell, welcher Farbkarton passt dazu oder welche Perle, welches Band oder, sondern man sieht auch, jo, genau, das kann man damit zaubern. Und ja, ich liebe das einfach. Auch die Übersicht, wo was steht und wo du was findest. Das ist wirklich richtig schön gemacht und ja, das macht mir einfach einen Riesenspaß. Möchtest du jetzt beispielsweise auch mal die Produkte von Stampin' Up! Testen oder du möchtest sogar selbst Stampin' Up! Demonstratorin werden, musst du dir eine Demonstratorin suchen. Jetzt in diesem Fall mich zum Beispiel, da würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Denn die Produkte bekommt man halt nur über eine Demonstratorin. Bei mir ist das jetzt so, du kannst einmal auf meine Homepage gehen, da kannst du dann online in den Mini-Katalog oder in die Kataloge generell reinstöbern, schaust dir das an und sagst, yo, das und das möchte ich bestellen, dann schreibst du mich an oder machst das über mein Kontaktformular auf meiner Homepage. Und ja, dann machen wir alles Weitere und du kannst dann ein paar Tage später mit den Produkten basteln und bist garantiert genauso geflasht, wie ich es bin. Möchtest du aber hingehen und sagst, hör mal, ich möchte direkt mir die Vorteile alle als Demonstratorin einsacken, dann steigst du natürlich über mich ein, also steigst in mein Team ein, Steffis Bastelecke, wie gesagt, ich freue mich riesig. Und ja, dann schreiben wir und dann machen wir alles Weitere. Generell, falls du irgendwelche Fragen hast, ich dir eventuell zu schnell gesprochen habe, weil ich bin nämlich auch ganz schön aufgeregt, kannst du mich natürlich anschreiben, entweder in die Kommentare oder auch über das Kontaktformular. Und dann machen wir das alles in Ruhe. Oder falls du noch irgendwelche Fragen hast, die ich jetzt eventuell nicht angesprochen habe, melde dich ruhig bei mir. Du brauchst keine Angst haben, ich beiß nicht. Und ja, ich beantworte dir alle Fragen, die ich beantworten kann und helfe dir da weiter, wo du Hilfe brauchst. Und ja, jetzt möchte ich dir mal die Vorteile einer Stampin' Up! Demonstratorin sagen. Der erste Vorteil ist, du bekommst die Kataloge 4 Wochen vor Veröffentlichung
mega. Für jemanden, der neugierig und ungeduldig ist, so wie ich, ist das wunderschön. Du bekommst sie nach Hause geschickt, setzt dich auf dein Sofa oder wohin auch immer, schmökerst da durch, schreibst dir raus, was du haben möchtest, bestellst dir das und kannst damit schon basteln. Deine Kunden wissen davon quasi in dem Fall noch nichts. Die bekommen nämlich erst 4 Wochen später davon was zu sehen und Bescheid und ja, dürfen dann auch den Katalog logischerweise einsehen, durchblättern und bestellen. Das ist zum Beispiel der erste Vorteil, finde ich schon mal super. Der zweite Mega-Vorteil ist, du bekommst ab der ersten Bestellung 20% Preisnachlass. Gerade welche Etage du, welche Stufe du erreicht hast, kannst du sogar bis 25% erreichen. Mega. Also das ist schon, das ist schon ein Punkt, den man einfach nehmen muss. Man muss das einfach so machen. Das ist das. Dann lernst du noch viele andere Leute kennen, knüpfst eventuell noch Freundschaften, hat man noch gerne, man teilt dasselbe Hobby, man bastelt und hat eine neue Freundin oder Freund. Unter uns gibt es nämlich auch viele Männer, was ich sehr gut finde. Finde ich richtig schön, wenn auch Männer kreativ sind. Und hat dann sogar noch eine Freundschaft ergattert. Dann, was auch dazu gehört, am Anfang dachte ich, wenn du da was abschließt, hast du dann ein Abo an der Backe? Nein, hast du nicht. Das heißt, wenn du als Demonstratorin einsteigst und dann sagst, ist doch nichts für mich oder warum auch immer, gehst du einfach hin, bestellst nichts mehr und nach 3 Monaten fällst du automatisch aus dem System raus und alles ist gut. Ja, jetzt kommt man dazu, du kannst ganzjährig bei Stampin' Up! Einsteigen. Du kannst jetzt ganzjährig über mich einsteigen. Dann gehst du hin und suchst dir aus den Katalogen, egal ob aus dem Mini-Katalog oder aus dem Jahreskatalog oder aus beidem, suchst du dir dein Starter-Set raus. Im Wert von 175 Euro. Bezahlst dafür nur 129. Mega, oder? Wie viel man da schon geschenkt kriegt. Du gehst hin und suchst dir das aus, was du brauchst, womit du direkt loslegen kannst und ergatterst dann sogar noch die ganzen Vorteile. Jetzt ist ab heute bis zum 28. Februar die Celebration. Darüber bin ich zum Beispiel eingestiegen, denn da kannst du noch ein paar mehr Sachen einkassieren. Du gehst hin, suchst dir dein Starter-Set aus im Wert von 175 Euro und bezahlst nur 129. Und bekommst obendrauf noch 5 Pakete 6x6 Inch Designerpapier aus den 5 Farbfamilien. Wie geil ist das denn? Richtig super, also ne, dein Starter-Set und dann noch Designerpapier obendrauf ist doch super. Und dann bekommt man noch ab dem 5., also ab heute, bis zum 28., ab 60 Euro Bestellwert noch ein Gratis-Geschenk. Entweder dieses Designerpapier oder dieses zuckersüße Stempelset. Auch hier wieder Ideen. Dann dieses Designerpapier oder dieses Stempelset. Stempelset, Stempelset, Designerpapier oder sogar ab 120 Euro kannst du dieses Stempelset erwerben oder hier sogar das Stempelset und das Designerpapier. Jetzt seid mal ehrlich, da lohnt sich doch nicht Nein zu sagen, oder? Also wie gesagt, ich bin vor einem Jahr auch bei einer Celebration eingestiegen. Ich habe mich mega gefreut, du hast dein Starterpaket. Spaß schon, weil du dir Ware von 175 Euro aussuchen darfst und nur 129 bezahlst. Bekommst dann noch das Designerpapier obendrauf und kriegst sogar noch Gratisprodukte ab einem bestimmten Bestellwert. Also, wer da Nein sagt, den verstehe ich nicht. Genau, wie gesagt, ist kein Abo. Du kannst aussteigen dann, wann du möchtest.
Und ja, wenn du Demonstratorin bleiben möchtest, dann musst du in einem Quartal, also in 3 Monaten, eine bestimmte Angabe von, ja, wie sagt man, einen bestimmten Bestellwert haben. Falls du ja, das nicht schaffst, dann fällst du raus und behältst die Sachen. Falls du hingehst und sagst, oh, ich möchte da doch nicht, gehst hin, bestellst nicht und fällst raus und hast trotzdem all deine Sachen, die du hast. Genau, so einfach ist das. Also es ist kein Zwang, es ist kein, du musst irgendwas zahlen und hast da nichts von oder möchtest das gar nicht. Du bist dein eigener Herr, du kannst bestellen dann, wann du möchtest, wann du möchtest. Genau. Und ja, also schon allein diese Argumente finde ich alle super. Also ich bin wirklich froh, Demo zu sein. Und ich bin auch glücklich, mit den ganzen Produkten basteln zu können. Denn ja, das macht einfach viel mehr Spaß. Und ja, vielleicht kommst du ja auch mal in den Genuss. Ich würde mich freuen, wenn du in mein Team kommst, über mich einsteigst. Falls du irgendwelche Fragen, Interesse hast oder, schreib mich gerne an. Ich helfe dir bei allen Fragen da, wo ich kann. Und zusammen bekommen wir das hin. Genau, das war schon. Also, wie gesagt, zöger nicht. Bis zum 28. Februar kannst du noch Sachen dazu gratis bekommen. Und ja, ich kann dir da nur zu raten. Und bevor ich jetzt noch länger erzähle, mach dir Gedanken drüber, melde dich bei mir. Und jetzt wünsche ich dir noch eine kreative Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!